Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir bei der Hausbrauerei Schober in Zirndorf. Zeit hat sich der Chef, kann man schon so sagen, ne? Ja, Chef, ja. Der Klaus Schober genommen. Danke schon mal. Machen wir schon mal einen kleinen Besuch. Trink mal was, als Prost, lass dich schmecken, Thomas. Ich freue mich, dass du da warst bei mir. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Klaus, dann fangen wir doch gleich mal an. Wie kamst denn du zum Brauen, beziehungsweise wann ging das denn hier mit der Hausbrauerei los? Also ich bin von Beruf aus Brauer. Ja, war auch später in Weinstephan nach der Lehre und habe 2007, als ich mich in die Rente gegangen bin, ich war bei einer regionalen Großbrauerei tätig und von da auch dann bald im Ausland, habe ich mich dann irgendwie selbstständig gemacht mit dieser kleinen zusammengewürfelten Brauerei. Das ist mein Maisbott mit dem Rührwerk, der selbst mit Schreibwischermotor angetrieben wird. Dann habe ich anschließend einen Läuterbottich, der aus einer Edelstahlbehälter zusammengebastelt worden ist. Hinten habe ich einen Kessel, den habe ich aus der näheren Umgebung von einem Bäcker geholt, der aufgehört hat. Da hat er seine Laugenbrezen gemacht. Dann sind zwei Gärbottiche da, die sind von den Bauern, die ich die Miesbrötchen aufgehört haben. Hier hinten ist dann der Tauchkühler und hier hinten sind zwei gebrauchte Lagerdanks, wo das Bier dann vom Gärkeller in den Lagerdank da reinkommt. Hier drüben habe ich, zuerst habe ich angefangen mit diesen 1 Liter Ziffernflaschen, Handabfüllung. Die mache ich eigentlich nur noch auf Vorbestellung. Dann später kamen dann hier diese Handabfüllgeräte dazu. Dann machen wir nochmal Fotos dazu. Ja, Handabfüll. Und nachdem ich diese Handabfüllgeräte gekauft habe, brauchte ich auch eine Waschmaschine, denn sonst wie soll ich sonst die 1 Liter Bügelflaschen waschen. Und nebendran habe ich dann einen selbstgebauten Kühlraum. Denn hier im Winter über kann ich das Bier im Lager dann lassen. Aber im Sommer über ist es doch ziemlich warm. Da wird der Spundungsdruck konstant gehalten. Und dann, wenn der Spundungsdruck gleich ist, fülle ich die gleich ab in die Kecks und gehe rüber in den Kühlraum. Und vom Kühlraum gehe ich dann rein, entweder auf Fass, je nach Bestellung, oder in die Flaschen. Man könnte das natürlich auch teuer alles original kaufen, aber euch macht es dann auch schon ein bisschen Spaß. Es macht sicherlich auch Spaß. Ja Gott, okay, wenn ich die mit meiner Investition für diesen Betrag ist und ich kaufe das neu irgendwo, ja dann ist schon in meinem Alter ist schon ein bisschen gar nicht, schwierig, das zu finanzieren. Aber alles zusammen gibt wieder eine Brauerei. Alles zusammen ist wieder Brauerei. Das ist alles wie jeder an der Brauerei. Sudhaus, dann Würzekühlung. Dann Kochen, Würzekühlung, Gärung und Lagerung und die Abfüllung. Das ist eine komplette Brauerei. Wie gesagt, du warst ja eigentlich schon in Rente. Ja. Und dann ging es mit ein paar Freunden wieder so los. Ja, also Freunden, allein damit ich anfange, damit ich wieder Beschäftigung habe. Naja, ist auch gut geworden. Ja. Und jetzt dann ein kleines Hobby, das schon ein bisschen Geld noch mit abwirft. Das ist noch besser. Deswegen sind wir da, dann kann man auch noch sagen, wo es dann gibt. Du brauchst jetzt natürlich hier mehrere Sorten, jetzt habe ich es mal aufgeschrieben. Ein helles, ja. Das geht immer, ne? Ja. Kellerbier, unfiltriert. Alles unfiltriert. Dann ein Dunkel mit Spezialmalz. Ja, Malz, ja. Ein Hopfengold. Ja gut, das Hopfengold ist das gleiche wie das helle, nur kommt ein Kaltbereich in die Keckfässer Aromahopfen dazu. Und dann natürlich, jetzt haben wir eben schon drüber gesprochen, das 15, 16, ein Rauchbier, wie es früher mal war. Was ist früher? Nein, das Rauchbier, ja, ich habe früher habe ich mal einen sogenannten Urtrunk gemacht, eben, was früher eben war, weil früher von den Dachen her haben wir immer Rauchgeschmack dabei gehabt. Das habe ich jetzt wieder sein gelassen und habe dann nur noch mal Rotbier in ein bisschen Rauchgeschmack, Rotbier ist auch kalt gehopft und habe jetzt mir ein Ale gemacht mit einer ganz leichten Rauchnote. Ganz leicht Rauchnote und ist an sich ganz gut verkauft worden, so über Weihnachten. Und ich habe jetzt noch 50 Liter und dann ist aber wieder für eine Zeit lang Schluss. Und ein Weizen mit Dinkelmalz? Weizen habe ich 2 Jahre lang nicht mehr gemacht, weil Weizen wird zwar ab und zu mal ein bisschen was verlangt, aber das meiste Weizen geht bei den Festen. Und letzten 2 Jahren gab es keine Feste und dann gab es dann auch kein Weizenbier. Ganz einfach. Was haben wir hier? Und das ist ein Rotbier. Und kannst du mal was dazu? Also, dann trinken wir nochmal auf unser Wohl. Ja. Unbedingt. Ja. Ja. Ich mit dem Rotbier habe ich damals angefangen, jetzt habe ich 5. oder 6. genannt, vor 5 Jahren zum Reinheitsgebot. Und da wollte ich aufhören. Und dann haben wir Leute gesagt, nee, das machst du weiter.
Und habe ich dann jetzt 15 Techniker gelassen und habe anschließend mit kaltgehopften das Rotbier noch genommen. Damit ich da einen kleinen Unterschied da habe. Aber so ein Sondersud macht er auch mal wieder. Ich habe mal was gelesen, das war ein Bier und Tech gab es einmal. Ja. Wie ein? Bier und Tech, also kein Bier und Tech, das habt ihr mal gemacht. Bier und Tech? Ein Sondersud, habe ich auf deiner Seite gesagt. Ja, Sondersud, ja, wir machen ab und zu, Sondersud. Es gibt da Leute, die kommen auch auf der Herkante für mich so und so Bier machen, eben weil er einen großen Geburtstag hat und so weiter. Und wenn man eine gewisse Menge abnimmt, dann brauche ich da ein Sondersud, das ist kein Problem. Und wenn einer für die Hochzeit, da habe ich auch schon Bier gemacht. Und sogar ein bisschen Hopfen, hat man nicht pflücken sehen. So für so ein Grünhopfenbier. Ja, ja klar, Grünhopfen habe ich auch mit dem Ding gemacht damals, mit dem der Christian, der 20er, habe ich damals angerufen. Ja, ob ich ein Grünhopfenbier mache, ja, Bier, da vorne vor der Brauerei in den Kübel ist der Hopfen gewachsen. Ja, und hat man auch den Hopfen zum Beispiel unten im Spalt geholt heuer, bei den Hopfenbauern, die habe ich da gefragt, ja, bei der Ernte, und die waren recht unkompliziert. Und ja, hol dir den Hopfen. Ja, aber das, was ich dabei habe, die Taschen, da kann man nicht viel damit anfangen, weil ich muss ja trocken, aber 90% weil Wasser drin ist. Ne? Und selber gezupft. Dann. Selber gezupft, ja. Wow. Von der Ernte da weggenommen unten, von den Hopfen, Bauern. Und dann daheim dann draußen am Tisch da gezupft. Wie oft braucht ihr so im Monat? Ja, das geht je nach Bedarf, so ungefähr so einmal im Monat. Wie viel kommt da raus? Ja, ungefähr 150 Liter. Gut, damit kann man arbeiten. Ja, das ist klar. Wie gesagt, ihr füllt auch ab selber. Ja, ja. Wo gibt es das dann noch, wenn das schon mal in der Flasche drin ist? Die Flasche gibt es dann auf einen Feinkoststadel in der Nürnberger Straße. Die beiden Metzger, die es noch verkauft haben, die haben leider zugemacht. Und dann gibt es in der Bibliothek in Fürth. Die kennen und wir. Teilweise über Weihnachten über in der Bibliothek in Erlangen. Ja, kenne ich ja. Auch gut. Da gibt es dann die haben diese überwiegend die 1 Liter Flaschen. Aber die sind mit Pfand. Die kann man auch wieder zurückgeben. Ja, die kann man zurückgeben, sind mit Pfand, ja. Das sind jetzt nicht Eigentum, wie wir vorhin die kann man wieder zurückgeben. Bei manchen Brauerei. Die, wenn leer sind, kann man sagen, man hat dann keine 10 zu Hause, dass die Frau schimpft, die braucht auch ihren Platz, hat man schon. Ja, klar. Das ist ja immer ganz wichtig. Und das Pfand kann man wieder zurückgeben, ja. Du hast natürlich auch aus deiner früheren Zeit da noch so mittlerweile was angesammelt, so ein kleines, wie so ein kleines Museum. Hobbymuseum, ja. Hobbymuseum, ist aber auch einige schöne Stücke vorhanden. Ne? Ja. Und ich habe mal gesehen, eine Glocke sogar. Ja, klar, ja. Die ist draußen am Gartenhäusle. Wir können ruhig vorgehen und kannst die da fotografieren. Die machen wir. Das war die Feuerglocke von der Bamberger Hofbräu. Das war die Brauerei, was wir vorhin ansprechen wollten. Ne? Bamberger Hofbräu, da warst du dann bis zum Schluss. Da war ich am Schluss bei der Bamberger Hofbräu. Ich war aber zwischendrin auch einmal auf den Riffer in Brauereien. Nicht zum Urlaub machen, zum Baden, sondern auch in die Brauereien zum Arbeiten. Und war immer aushilfsweise jahrelang in der Würzburger Bürgerbräu. Na, das ist doch, kann man sich was auf die Visitenkarte schreiben. Das Ganze gibt es natürlich auch in Fässern, haben wir gesagt. Ne? Ja, wie groß werden die? 10, 20? 10, 20er und 30er. Wenn einer eine Hochzeit hat, dann kann er 50 Grad haben, je nachdem, wie viel Menge das er hat. Jetzt kommen wir gegen Ende. Das letzte Wort ist immer so bei uns, gehört immer den Gast. Was möchtest du Frankens Bierwelt jetzt mal mitteilen vielleicht? Was ist dir wichtig? Meistens kommt immer der regionale Gedanke. Ja, klar. Ja. Ich hoffe natürlich, dass in Franken die Biervielfalt weiter noch erhalten bleibt und dass es die Leute noch Freude und Spaß haben an ihrem Beruf, beziehungsweise auch die Kunden, die dann auch das Bier wieder kaufen und sich dann in Gesellschaft dich erfreuen und ergötzen drüber. Und ich finde es auch immer wieder schön, wenn man sowas dann sieht, weil mit dem Wurstkessel haben ja schon ganz andere angefangen, Bekannte auch, ne? Oder andere, die sägen dann Autofelgen auf, die kennen wir auch alle. Also das ist dann immer schön, muss nicht die Größe, und das ist super, und das ist wirklich handmade. Ne? Wollt ihr noch fragen, wie kommt eigentlich der Name Kraftbier dann noch in dein Ding? Das ist jetzt so, der kam jetzt auch. Ja, also was ist der Name Kraftbier? Ja, okay, man, es ist doch ein handwerkliches Bier. Ich habe keine Automatik hier, außer dass eben der Scheibenwischermethode die Masche anrührt, ja. Aber sonst ist alles
gemacht bei mir hier und hat gesagt, eine handwerkliche Brauerei. Natürlich, man kann es vergleichen in Amerika drüben, da sind die Kraftbierbrauereien zum Beispiel um einiges größer als die Tucher zum Beispiel. Ne? Das kann man irgendwie doch nicht vergleichen und der Begriff ist da recht dehnbar. Jetzt waren wir schon beim Ende, jetzt sind wir beim Ende. Danke, Klaus. Und ich danke dir für dein Kommen. Dass du dir Zeit genommen hast. Und ich hoffe, schmeckt halbwegs das Bier. Das schmeckt hervorragend. Und euch danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Merci. Danke.